Servus Leute, herzlich willkommen zurück bei einem neuen Part Europa und das alles. 4! Genau. Ja. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht in Bezug auf unseren nächsten Krieg, den wir führen wollen. Und ich denke, das Opfer dieses Mal ist Dänemark. Ja, denen zeigen wir es wieder. Und bevor wir das machen, muss ich allerdings erst meine Armee nach Europa zurück verschicken. Und zwar per Einschreiben. Vorher schauen wir nach, wie so die Aufruhen sind. Unruhen meine ich. Ja, hier können wir eigentlich die Autonomie ein wenig erhöhen, damit sie ihre Schnauze halten. So ungefähr. Bam, hier machen wir es noch. Und da, das wird sie ein bisschen, ja, beruhigen. Und nachdem ich das gesagt habe, bellt ein Hund. Nun gut, aber schicken wir erstmal. Ja, ich denke mal. Ja, komm, ich schicke einfach alle rüber. Und wenn da irgendwelche Rebellen auftauchen. Naja, haben wir ja Pech gehabt. Wenn wir die gekort haben, die Provinz, dann können wir eh neue Truppen dort bauen. Genau. Ja, wir können jetzt bis zu 60 Truppen unterhalten. Vorausgesetzt, wir hätten genügend Geld, aber momentan bauen wir unsere Korruption ab. Die bei. Ja, die doch gesunken ist in den letzten Jahren. Alter, der Hund soll mal die Schnauze halten. Wahrscheinlich kann er mich hören und mag meine Let's Plays nicht. So. Warum sage ich da uns so? Mali hat einen internen Konflikt. Okay. Sollen sie das haben? Ist mir eigentlich. Wow, was haben wir denn da? Kongolesische Nationalisten. Mhm. Das ändert natürlich ein bisschen was. Es kann sein, dass sie hier rüber wollen. Vielleicht soll ich die doch erstmal besiegen. Oder ich sollte warten, bis die irgendwelche. Hä? Hä? Aber ich glaube, ich nehme mal nur die Hälfte mit. Vielleicht ist es am schlauesten. Jetzt laufen sie schon dahin. Genau, ich nehme nur mal die Hälfte mit. Der Rest, der bleibt hier. Ich glaube, das ist eine gute Aufsplitterung. Der Joseph Warwick. Bleibt mal. Ne, der kommt mal mit und die Armee schicken wir jetzt hier mal nach Norfolk. Haben wir eigentlich einen Kriegsfonds gegen Dänemark? Ja, wir haben einen. Und zwar lautet der Kriegsgrund, dass wir Provinzen für Norwegen zurückerobern. Beziehungsweise können wir auch hier Färöerne zurückfordern, ja. Nachteil ist allerdings, wenn wir das machen, sind wir im Krieg gegen Ungarn. Und Ungarn hat hier eine Provinz am Meer. Das heißt, sie können eventuell mit einer, ja, mit einer Flotte uns angreifen. Muss aber nicht sein. Aber wie ich die KI kenne, macht sie sowas. Und was haben wir hier? Was sind das für Rebellen? Sind das bayerische Rebellen? Bayerische Rebellen, ja. Hier in Straubing und hier in München. Was gerade Augsburg gehört. Aber Augsburg scheint das hier zu befreien. Ja, ansonsten, wir haben hier wieder eine religiöse Aktion, die wir durchführen können. Und zwar lösen wir wieder ein paar Klöster auf. Und jetzt können wir auch mehr die Korruption eindämmen. Seht euch zusammen, wie viel wir wegen der Korruption zahlen müssen. Aber immerhin haben wir keine Darlehen mehr. Und Darlehen kosten ja auch Zinsen, ne? Momentan haben wir keine Zinsen, weil wir keine Darlehen haben. Genau. Die Korruption müsste, wenn es so weitergeht, in, sagen wir, 10, 12 Jahren abgebaut sein. Bis dahin müssen wir halt noch mit diesem hohen Minus in Sachen Geld rechnen. So, Wachstum der Parfümindustrie. Eine wachsende Kaufmannsklasse sowie zunehmend anspruchsvollere soziale Vorschriften unter Adel und der oberen Klasse hat zu einer erhöhten Nachfrage nach Parfüm geführt. Was steht da? Ich habe gerade meine Brille da. Irgendwas mit H der großen Paläste sollen nun. Heißt es Hallen? Egal. In einem sympathischen und einem majestätischen Dekoration haben dies
hat zu einem Anstieg der Nachfrage nach Produkten wie Weihrauch, Myrrhe und anderen duftenden Produkten, die zur Herstellung von Parfüm benötigt werden, geführt. In Mantova hat die Raffinierung lokaler Blumen und duftenden Waren aus dem Ausland sogar zu einer eigenen großen Industrie geführt. Weihrauch wird nun produziert in Mantua. Und Mantua kriegt einen Modifikator bis zum Ende des Spiels. Und Mantua verliert einen Gutshof, den sie dort haben. Ja. Und der Preis für Weihrauch verändert sich. Mantua haben wir hier in Italien, soweit ich weiß. Wo ist denn Mantua nochmal? Hier ist Mantua. Genau, Mantua. Hier hat jetzt hier Weihrauch. Und diesen Modifikator. Parfümhauptstadt. Mantua beherbergt ein großes Zentrum der Parfümproduktion. Lokale Blumen sowie importierter Weihrauch und andere duftende Produkte werden von den feinsten Nasen der Welt benutzt, um exklusive Parfüme zu erschaffen, die dann auf dem gesamten Kontinent exportiert werden. Tja, schön für sie. Und Frankreich hat mich wieder beleidigt. Mein letzter Besuch auf dem Donnerbalken war wesentlich angenehmer als das Abendessen mit dem britischen Botschafter. Das hat er jetzt nicht gesagt, oder? Warte, wir haben hier einen Anspruch. Was? Warum haben wir hier einen Anspruch? Hä? Check ich nicht. Warum ist da ein Anspruch? Region, Diplomatie. Warum haben wir hier einen Anspruch auf parisische Kerngebiete? Naja, nicht, dass ich mich beschweren würde, aber warum? Ich will diesen Anspruch eigentlich gar nicht. Naja, dann habe ich halt einen Anspruch. Wer es braucht. By the way, Paris wird, glaube ich, gerade belagert. Und zwar von Rebellen. Protestantischen Rebellen. Interessant. Hoffentlich haben die einen religiösen Konflikt. Das würde ich sehr feiern. Vielleicht können wir uns dann hier wieder in die Normandie hier einnisten. Wer weiß. By the way, die Normandie wurde von Frankreich annektiert. Und zwar komplett. Tja, passiert. Und die Niederlande fühlt sich von uns bedroht. Die sind verbündet mit Portugal, das finde ich nicht gut. Und sie garantieren die Unabhängigkeit von Lüttich. Warum schließt sich Lüttich nicht einfach dann der Niederlande an? Naja, muss ich glaube ich auch nicht verstehen. Theoretisch könnten wir ein Bündnis mit den Niederlanden eingehen. Aber können wir das unterhalten? Ich glaube eher nicht, ne? Ein Bündnis mit Tunesien. Militärzugang von Portugal. Eigentlich brauche ich das nicht. Das können wir eigentlich auflösen. So, tschüss Militärzugang. Seit wann habe ich das eigentlich? Ich kann mich gar nicht erinnern, eins abgeschlossen zu haben. Naja. Egal. By the way, wir haben hier noch ein paar eingeborenen Stämme. Die könnten wir eigentlich angreifen bei... Ne, die könnten wir unserem Vasall geben, nämlich Pequor. Aber ich wollte hier noch die Mi'kmaq, glaube ich, vasalisieren, weil die haben hier ein paar Provinzen. Nämlich 4 Stück. Das ist doch ordentlich. Es kann aber sein, dass die hier die anderen eingeborenen Stämme, wie die Powhatan und die Potawatomi-Dingens angreifen, oder die Irokesen. Alter, was ist mit den Irokesen los? Achso, die Mi'kmaq haben einige Gebiete der Irokesen anscheinend erobert. Interessant. Vielleicht sollten wir die Irokesen vassalisieren und sie dann ihre Provinzen zurückgeben. Dann würden wir eine Provinz plus machen. Und ich glaube, wir können auch die Mi'kmaq schlagen. Sie sind verbündet mit Lenape und Powhatan. Na gut, Powhatan ist wo? Powhatan ist, glaube ich, da hinten. Ich habe keine Ahnung. Naja, egal. By the way, unsere 13 Kolonien können die eigentlich angreifen. Wollen wir die Irokesen vassalisieren? Ach, sie sind nur verbündet mit Ottawa. Ottawa ist ja noch schwächer, ne? Ottawa ist irgendwo da in Kanada. Seht ihr irgendwo Ottawa? Ich sehe es gerade nicht. Wo ist denn Ottawa? Hui, die Navajo-Indianer sind ganz gut ausgebreitet. Interessant. Interessant. Es könnte noch spannend werden, wie sich die Indianer hier schlagen. Egal, ich würde vorschlagen, wir holen uns jetzt hier einen neuen Vasallen, nämlich die Irokesen, und dann greifen wir die Mi'kmaq an und geben denen ihre Provinzen wieder.
Das ist doch ein Deal, oder? Da müssen wir sie... Ach fuck, wir brauchen einen Kriegsgrund. Ich dachte, wir hätten einen Kriegsgrund. Kann ich mir irgendeinen Kriegsgrund kriegen irgendwie? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay, dann machen wir es anders. Ich mache jetzt hier erstmal ein Spionagenetzwerk. Oder kann ich sie so angreifen? Habe ich schon einen Kriegsgrund? Tatsache, ich habe hier einen Kriegsgrund. Unsere 13 Kolonien haben hier einen Kriegsgrund. Das heißt, wir können ja einmal hier ein Bündnis mit denen eingehen und dann versuchen. Angedrohte Bestrafung. Das war ich nicht. Egal, machen wir hier mal ein Bündnis mit den Irokesen. Und ja, wie gesagt, wir versuchen dann, ihnen Provinzen zu geben und sie dann zu vassalisieren. Ich denke mal, dass es sinnvoller ist, wenn wir hier die Mi'kmaq hier gleich versuchen zu annektieren, weil dann machen wir hier eine Provinz direkt plus, wenn wir ihnen die Provinz gleich zu. Ja, gewähren, sag ich jetzt mal, ne? Dann geben wir denen noch die Garantie. Das geht ja ganz leicht eigentlich, ne? Zu wenig Sitze im Parlament, das ignoriere ich jetzt mal. So, was können wir denn noch machen? Wir können jetzt hier noch die Nation beeinflussen. Kriegen wir auch noch ein bisschen Plus dazu. Und natürlich können wir uns noch hier die Beziehung verbessern auf diesen Wege hier. Beziehung verbessern. Garantie haben wir schon ausgesprochen. Okay. Ja, verbessern wir erstmal die Beziehung. Ich denke mal, das ist ganz okay, wenn wir es so machen. So, Beziehungen verbessern. Boom. Ja, und jetzt heißt es abwarten und Tee trinken. Wir können dir noch ein Geschenk schicken. Das mache ich aber erst, wenn wir schon hier so weit sind, dass wir die gleich annektieren können, weil... Ja, denn die Schweden, die holen sich einige Teile von Dänen hier. Eigentlich hätte ich schon gerne ein Stück von Kuchen. Aber ich denke mal, mit unseren läppischen 13 Truppen werden wir das nicht schaffen. Vielleicht sollte ich noch ein paar Truppen bauen. Vielleicht könnte ich hier eine Armeevorlage mit Artillerie bauen. 1, 2, 3, machen wir mal 10 so. Machen wir mal 5 von denen, 3 von denen und wir brauchen ein bisschen mehr Kanonen. Ich denke mal so. Nehmen wir das mal plus 10 mit Kanonen. Also ich habe jetzt eine Armeevorlage geschaffen. Das ist quasi meine Armee, die bereits fertig ist. Jetzt müssen wir hier nur einmal klicken, zack, und es werden 10 Truppen auf einmal rekrutiert. Sehr praktisch, also, ja. Ist ein Feature von Art of War. Nachteil ist jedoch, es kostet uns jetzt einiges an Geld. Und ich denke mal, das werden wir auf Dauer auch nicht unterhalten können, solange wir hier noch die Korruption hier oben haben. Das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall ein bisschen die Korruption senken. Ungefähr so, dass wir noch im Plus sind. So, jetzt baut sich es etwas langsamer ab, aber... Ich denke mal, das ist nicht so schlimm. 7 Korruption geht eigentlich, ne? Das ist so etwas über dem Durchschnitt. Wir können jetzt eh nicht mehr so schnell forschen, weil wir hier auch noch eine Institution haben und wir müssen eh noch ein paar Provinzen hier, die wir erobert haben, müssen wir auch noch zur Kernprovinz umwandeln. Das ist jetzt im Prinzip die letzte, die wir hier haben. Ja. Genau. Und hier sehen wir, dass die Truppen gleich gerade rekrutiert werden. Sie sammeln sich auch gleich auf einem Punkt hier in Leinster. Und ja, wenn wir die Armee bereit haben, können wir eigentlich die Dänen angreifen. Ich hoffe nur, dass die Schweden sich nicht allzu viel von den Dänen einverleiben. Ja, neuer Sitz im Parlament, weil ich so inaktiv war, hat sich jetzt von selber ein Parlament hier gebildet. Konvertieren werde ich nicht, weil ich bin ja hier so die Frau, die quasi hier ein auf... Ach ja, übrigens, ich habe hier...
die ganzen Sachen hier übersetzt, mehr oder weniger. Also ich habe quasi die Location geändert auf Deutsch. Und jetzt sehen wir hier die ganzen Tooltips immerhin. Es ist zwar immer noch auf Englisch, ich war zu faul, das jetzt auf Deutsch zu übersetzen, aber ich hoffe, ihr könnt es eh lesen. Ihr könnt ja Englisch. Ne, also Devland heißt bockig, sag ich jetzt mal, stur. Expertenpropaganda, ne, ein Experte in der Propaganda. Propaganda-Experte kann man übersetzen, ja, ungefähr so. Und in 4 Jahren, vorausgesetzt wir leben noch so lange, kriegen wir eine neue Persönlichkeit. Und unser Thronfolger ist ein Unternehmer und unser Prinz ist vorsichtig. Das sind so die Standard-Dinger. Okay, unsere 10 Truppen sind fertig. Darunter sind auch einige Kanonen, nämlich 3000. Jetzt können wir erstmal unsere Armee verbinden, die wir hier frisch gebaut haben. Und ja, dann versuchen wir hier ein bisschen ein paar Sachen vom Kuchen zu kriegen. Hier, die Dänen sind hier gerade in Kristiansand. Ratsberg. Agershus. Ich glaube, die Provinzen gar nicht in Erinnerung. Naja, egal. Okay. Verbinden wir die Truppen erstmal. Und jetzt können wir hier die einen Transporter verschicken. Und ja, ich hoffe, die Franzosen, wir haben das schon mal gemacht, ne, wenn ihr euch erinnert. Oh je, was macht Österreich mit Niederlande? Niederlande ist im Krieg gegen Augsburg und Österreich. Mhm. Und Augsburg greift gerade Ansbach an. Und die Niederlande. Interessant, okay. Jetzt muss ich vor Holländern aufpassen, weil ich bin im Krieg gerade. Ne? Und Ansbach auch. Ansbach ist ja gleich um die Ecke von Augsburg. Na, nicht um die Ecke, sagen wir ein paar Kilometer, so 20, 30 Kilometer von Augsburg entfernt. Da kommt man aber mit dem Auto schnell hin, ne? Oh, oh. Tja, also die Dänen, die gehen hier knallhart unter. Und jetzt hat sogar ihr Verbündeter sie im Stich gelassen. Die Ungarer sind jetzt nicht mehr hier ihr Verbündeter. Jetzt sind sie ganz allein, kann man sagen. Ja. Versuchen wir ein Stück vom Kuchen zu kriegen. Und greifen die jetzt auch an. Vielleicht holen wir uns Sogen. Sogen. Wo haben wir denn Sogen? Sogen. So, wir haben hier den Kriegsgrund einer Rückeroberung. Das heißt, sie haben Provinzen, die rechtmäßig unser sind, also im Prinzip norwegische Provinzen. Ne, wir kämpfen jetzt um die norwegischen Provinzen hier in diesem Krieg. Nicht um die Färöer zum Beispiel. Ne? Dafür können wir hier mehr solche Provinzen fordern, die Norwegen gehören. Weil das ist eben der Kriegsgrund hier. Der hat eben einen Vorteil. Und zwar, hier steht das. Wir kriegen weniger aggressive Expansionen wegen einer Kernprovinzrückgabe, nämlich die für Norwegen. Angenommen, wir würden jetzt die Eroberung nehmen, hätten wir 100% der aggressive Expansion. Und ja, und die Kosten sind auch, glaube ich, niedriger, wenn wir hier die Kernprovinzrückgabe nehmen. Also, wenn wir jetzt quasi den Frieden fordern würden, dann kostet es weniger. Ja, also, Kriegserklärung. Das ist der zweite... das zweite Mal, dass wir, oder das dritte Mal? Ich glaube, das ist das dritte Mal, dass wir mit den Norwegern im Krieg, mit denen im Krieg sind. Ich denke mal, sie werden kaum Manpower haben jetzt, da sie sich schon gegen die Schweden so verausgaben. Ja, sie haben einige Galeeren, mehr als wir. Aber das ist ja auch nicht entscheidend. Wichtig sind hier die Truppenanzahl und das immer deutlich überlegen. Hier sehen wir auch schon die dänischen Schiffe. 22 Stück oder 20 Stück? Ich habe es gerade nicht so genau gesehen. Irgendwas mit der 2. Ich schicke jetzt mal die Flotte dahin, aus Neugier. Aber vielleicht besser nicht ohne einen General. Ein eingeborenen Einstand in Pann, irgendwas, keine Ahnung. Hier ist ein eingeborenen Aufstand. Unsere Kolonie, die hier gerade prächtig gedeiht. Und ja, theoretisch können wir jetzt hier auch... Verdammt, ich habe vergessen, hier ein Ding zu machen, ein Spionagenetzwerk. Aber warte, wir können eigentlich
Will ich die Mi'kmaq so? Nein, nein, nein. Ich annektiere zuerst die Irokesen und gebe die Mi'kmaq dann. Und gebe den Irokesen dann. Ne, und so. Genau. Genau, Pequot, die zwei Provinzen gehören uns schon. Das, wie gesagt, das ist basiert auf meine Taktik, die ich hier habe. Ich will mich mit den Irokesen befreunden und denen ihre Provinzen geben und sie dann annektieren. Dadurch haben wir mehr vom Kuchen und die Krieg. Was mache ich mit denen? Krieg führt, nein. Keine Ahnung, hier passiert, Alter. Was passiert hier denn? Die Thlax-Kalteken kämpfen gegen. Nein, Quatsch. Die Kastilier kämpfen gegen die Quiche und die Kastilier, die besetzen die Quiche. Ziemlich stark. Und ich glaube, Tutuxui sind auch dabei. Ja. Also die Maya kämpfen hier gerade gegen die Spanier. Lustigerweise hatte ich schon mal ein Let's Play gemacht, EO4, also beziehungsweise wollte ich ein Let's Play EO4 schon mal machen und da habe ich zufälligerweise mit den Mayas spielen wollen, nämlich mit Tutuxui wollte ich damals spielen. Aber ich habe es dann verworfen, weil der Anfang des Spiels, der war richtig langweilig eigentlich, ne? Vor allem ist es echt ein bisschen ätzend, denn weil die haben so eine Mechanik, da musst du dauernd Provinzen erobern. Und dann musst du deine Religion reformieren und dann verlierst du die Provinzen wieder mit einem Waffenstillstand und das finde ich nicht so geil. Dann musst du wieder. Alter, was ist passiert? Was ist passiert? Nein! Nein, meine. Alter! Nee, oder? Habe ich ganz kurz nicht. Alter, nein, das ist nicht wahr, oder? Meine Flotte ist kaputt. Meine Flotte ist kaputt. Katastrophe. Nein, oder? Jetzt habe ich echt der. Na, wo sind meine. Alter, nein! Nein! Oh Gott! Habe ich kurz nicht aufgepasst. Will ich das laden? Nein, auch ein Herrscher muss mit Rückschlägen kämpfen. Ich lade das jetzt nicht. Damit muss ich jetzt leben. So. Mein Gott, dann baue ich halt die Schiffe nochmal auf. So. Tja, jetzt machen wir wieder ein bisschen mehr Geld. Aber angenommen, jetzt ergreift uns ein Land mit einer hohen Militärflotte, dann können wir sie nicht mit Militärstärke, dann können wir sie nicht mit unserer Flotte abwehren. Aber das war mal wieder typisch, dass die KI wieder auf den Spieler geht, ne? Unabhängig davon, was. Oh Gott, nein, jetzt, wenn die Dänen hier rüberkommen, habe ich ein Problem, weil ich komme jetzt hier nicht rüber, weil meine Armee in Norwegen ist. Nicht so geil. Wahrscheinlich machen die das dann auch. Mal schauen. So, jetzt können wir hier wieder eine religiöse Aktion durchführen. Ich nehme natürlich die Klöster auflösen. Naja, noch sind hier nicht so viele Dänen. Nicht so viele von Dänen. Der Witz ist jetzt auch, wir kommen jetzt nicht in Dänemark rein. Weil die mit ihren Flotten hier den Zugang blockieren zu ihrem Land. Theoretisch können wir hier von Nutt nach Orre, Svealand, also Kopenhagen rüber. Aber das geht nicht, wenn hier eine Flotte in dem Gewässer ist. Dann können wir unsere Truppen hier nicht rüber schicken. Es kommt hier noch das Prinzgemahl des Volkes. Es ist für uns deutlich, dass Prinzgemahl Charles ein Mann mit einem Herz aus Gold ist. Er gibt immer sein Bestes, um seinem Gatten, Königin, zu gefallen und behauptet, seine Freunde mit beispielsweise Freundlichkeit werden eines jüngsten Unternehmens Ausdruck in der Provinz Derby, sah Prinzgemahl Charles das Leiden eines ernsten Bauern mit eigenen Augen. Seitdem arbeitet er an einem Plan, seinen ernsten Untertanen zu helfen, um diese Ideen jedoch in die Realität umzusetzen, benötigt Charles Mittel aus der Schatzkammer der Nation. Mhm. Dann schauen wir uns mal an, was der für Fähigkeiten hat. Er ist ein Unternehmer, okay, verständlich. Ich bin ein Propagandatyp. Ich denke mal, das ist auch eine gute Propaganda. Es ist unsere Aufgabe. Ich mache das jetzt mal. Na, jetzt verlieren wir das Gold wieder, was wir gerade eben bekommen haben. Durch diesen, ja. Durch diese Kirchendingensen. Ach, diese Provinz wurde von Schweden besetzt. Dann gehen wir hier zurück. Ach, das ist echt blöd, dass jetzt meine Flotte kaputt ist. Da habe ich ganz kurz nicht aufgepasst und dann passiert sowas. Echt bitter. Naja, aber es hilft nichts. Wir müssen unsere Armee wieder aufbauen. Oder unsere Flotte. Ich sollte doch nicht so viel Geld gerade ausgeben. Ja, wir sind hier gerade im Krieg. Ich könnte eigentlich Vortexes machen. Ich denke mal, der Krieg, der dauert ein bisschen. Hier mal Vortexes.
Damit können wir das Ganze ein bisschen besser kontrollieren, was das Geld angeht. Aber jetzt konzentriere ich mich noch auf die Korruption. Ich will die Korruption weghaben. Die ist einfach ein Klotz am Bein. Auf Dauer. Toll. Bin ich gespannt, wer schneller ist. Die Schweden oder ich? Aber mich wundert es auch, dass die Dänen nicht die Schweden angreifen, sondern jetzt mich mit ihrer Flotte. Gut, ich habe sie hier auf dem Präsentierteller hingestellt. Okay, sehe ich ein. Aber trotzdem, die Schweden, die sind, ich behaupte, die größere Bedrohung. Weil sie haben hier mehr Provinzen von Dänen erobert. Naja, aber wir kontrollieren unser Kriegsziel, nämlich diese Sorgenprovinz. Außerdem befürchte ich gleich, dass die... Achso, ich könnte die eigentlich Norwegen geben. Ich gebe sie mal Norwegen. Einfach aus symbolischen Zwecken. So. Tja, und was ist hier? Dänemark hat hier einen Teil von Polen-Litauen erobert, nämlich Poschenan. Oje, und Polen-Litauen wird auch noch von Böhmen angegriffen. Und von Frankreich. Den Antillen und den Livonischen Orden. Okay. Okay. Scheint wohl ein größerer Krieg zu sein, wo die Polen da verwickelt sind. Diese Provinz können wir nicht erobern, das ist Ödland. Falls ihr euch wundert, warum diese Provinz noch nicht besetzt ist. Ne? Also ich kann hier nicht rüber, weil es Ödland ist. Ja, und die schwedischen Provinzen kann ich nicht besetzen, weil Schweden die schon besetzt hat. Hier gibt's Sinn, ne? Ja, die gebe ich auch noch Norwegen. Vielleicht kriege ich ja ein paar... Oh, fuck, was ist das? Kongolesischen Nationalisten. Das sind nur 12.000. Wir haben hier 16.000. Ich denke mal, das ist machbar. Lassen wir sie kommen. Ja, es war doch gut, dass ich hier noch Truppen dagelassen habe. Alter, was geht denn hier ab? Mali geht voll unter. Schweden hat kein religiöses Chaos mehr. Was? Die haben religiöses Chaos? Das sieht man ihnen gar nicht an. Interessant. So, was ist das? Wir können in eine neue Idee investieren. In zwei sogar. Nämlich einmal hier See, also eine von den beiden. Qualitätsideen. Oder wir nehmen hier Seemachtideen. Rumpfstärke Schiffe, überlegene Seemannskunst, Armee-Tradition jährlich. Was ist besser? Will ich hier, ja. Ich glaube, ich gehe hier doch lieber auf Qualität. Schiffe sind zwar gut, aber ich denke mal, unsere Schiffe sind jetzt gerade hier nicht so von Bedeutung, weil wir keine Schiffe mehr haben. Das ist bitter, dass ich das sagen muss. Wir sind in Großbritannien und haben keine Schiffe. Ja, ja, ein böser Tag für das englische Volk. Bauen wir ein paar Galeassen. Jetzt muss ich auf Galeassen zurückgreifen. Schande! Schande, Schande. Aber naja. Dänemark ist halt auch eine Seenation, kann man sagen. So, und wie sieht's hier aus in Amerika mit Portugal, meinem liebsten Freund? Wer mir überhaupt keine Provinzen klaut. Das sieht gut aus. Die scheinen nicht mehr so viel kolonisieren zu wollen. Und unsere Kolonie in Palmico ist gleich fertig. Da können wir hier weiter nach Chicora gehen. Theoretisch können wir hier auch langsam nach Kanada rübergehen. Jetzt haben wir hier noch ein paar Rebellen. Wahrscheinlich auch so afrikanische Stämme. Hier sind 16k. Ein Dongische. Die könnten gefährlich werden. Ich denke mal, das senkt sich aber gleich. Vielleicht haben wir das hier jetzt in der Kernprovinz umgewandelt. Dann senkt sich auch unsere Überdehnung ein wenig. Jetzt sollte das nicht so krass steigen. Ja.
Und die Kongolesen, die sind schwächer als wir. Tja, jetzt heißt es hier abwarten, bis die Dänen oder die Schweden diesen Krieg beendet haben. Was ist eigentlich deren Ziel? Oh, was haben wir denn da? Die Dänen haben hier Provinzen erobert. Oh, was ist denn das für eine Musik? Ist die von EU4? Ein russisches Herz. Ah ja. Ja, lustigerweise sind wir nicht Russland, also von daher ist das nicht so passend. Tja. Theoretisch könnten wir hier einen Militärzugang von den Schweden fordern, aber der Nachteil ist, wenn wir das machen, können die Dänen auch zu uns rüber. Ja. Oder? Geht das? Ich weiß nicht. Na nee, die sind im Krieg gegen Schweden, das heißt, es sollte nicht gehen, aber sobald da ein Frieden ist, dann können sie rüber. Mit ihrer vollen Manpower. Und das, na gut, sie haben eh nur ein paar. Kann ich eigentlich jetzt schon, ich kann jetzt schon rüber. Okay, dann hat sich das ja erledigt. So, jetzt können wir hier unsere afrikanischen Provinzen hier festigen. Das heißt, sie können jetzt rechtmäßig uns. Und ja, Waffenstillstand mit Navarra ist beendet. Das ist, glaube ich, jetzt irrelevant, weil Navarra ist mir eh egal. Navarra wird von Kastilien beschützt. So. Und Palmico ist selbsterhaltend. Das heißt, wir können jetzt ja hier weiterziehen. In Richtung Süden. Nach Chicora. Und sobald die Portugiesen hier auch nach Norden wollen, mache ich hier einfach dicht. Dann hat sie es gegessen, die Sache. Theoretisch könnte ich ja auch in Richtung der Krieg gehen und denen dann den Krieg erklären. Dann kriege ich hier diese Provinzen, was die Krieg haben. Ne, dann kriege ich die Provinzen von Krieg. Und kann aufhören mit diesen Kriegwitzen. Und die Kongolesen erheben sich. Das sind 12.000 hier in den Woltersee. Aber sie sind uns unterlegen. Seht euch mal an, mit was für Waffen die kämpfen. Mit Stöcken. Währenddessen kämpfen wir hier schon mit Musketen. Ich denke mal, das sollte eine klare Sache sein. Na, so klar ist die Sache nicht. Also ihre Moral ist doch höher, als ich angenommen hatte. Das ist der Kampfgeist der afrikanischen Vorfahren. Kaufleute verlangen nach Hilfe. Hier machen wir sowas. Und ja, jetzt machen wir hier minus 5. Da sollte ich ein Auge drauf werfen. Ich muss mal die Korruption ein bisschen weiter runter senken. Damit wir hier nicht ins Minus reinkommen. Was? Schweden hat irgendwas besetzt? Ja, das, wahrscheinlich wollte ich das besetzen. Ja, das wollte ich besetzen. Achso, ich habe es für Schweden befreit. Tja, dann helfen wir den Schweden ein wenig bei ihrem Krieg. Aber Lund will ich trotzdem haben. Ist Lund eine norwegische Provinz? Nein, ist es nicht. Wem wundert's auch. So, und übrigens können wir hier nicht rüber. Ihr seht es, wenn ich hier rechts klicke, geht das nicht, weil hier die Galeeren sind, die hier den Weg blockieren. Aber erobern kann ich die Provinz trotzdem. Wer auch schon vom Teufel spricht, hier ist es geschehen. Und ja, genau. Ja, das ist das, was ich befürchtet hatte. Ja. Ich hatte es befürchtet. Und es ist eingetreten. Okay, Planänderung. Ich wollte kein Darlehen aufnehmen, aber die Umstände zwingen mich jetzt dazu, ein Darlehen aufzunehmen. Jetzt müssen wir hier wieder Zinsen zahlen. Aber ich kann nicht zulassen, dass die hier was erobern. Das ist ungeil. Ich hatte das echt befürchtet. Ich hab's euch gesagt, ne? Ich hab gesagt, hey, hoffentlich kommen die Dänen rüber. Und was passiert? Die Dänen kommen rüber. Statt dass sie hier Schweden angreifen, greifen sie mich an. Ist klar, ne? Ich meine, warum nicht, ne? Ah, oh Gott.
Das ist ungeil. Aber ich muss aufpassen. Ich kann. Es sind nicht so viele, es sind nur 5000. Also, die haben jetzt ihren Spaß und plündern meine Provinzen. Das sollen sie ruhig machen. Mein Gott, wenn sie Lust drauf haben, bitteschön. Gönnen wir denen den Spaß. So, die Provinz habe ich gerade verloren, weil hier eine Festung ist. Ne, eine Festung erobert immer die angrenzenden Provinzen, die besetzt sind und unbewacht sind. Ich hätte mir den Krieg viel einfacher vorgestellt, aber das hatte ich ja schon mal gesagt, ne, bei dem Krieg gegen Dänen hier. So, die ersten Truppen sind fertig, die wir hier gebaut haben, als Notaushebung. Ja, es sind aber nicht so viele, es sind nur 5000. Da kommen noch ein paar nach. Wo ist noch George? Irgendwas, keine Ahnung, wie der heißt. Ah, sobald diese Provinz hier gefallen ist, muss ich meine Schiffsflotte hier raus bewegen und wird getötet, ne? Hier sieht man es ganz deutlich. Sobald die Provinz besetzt sind, verliere ich dieses Schiff. Auch ungeil. Naja, ich warte jetzt erstmal, bis meine Truppe ausgehoben ist. Hat Truppenlimits? Das kann doch jetzt. Warte, ich bin. Wow, okay. Okay, interessant. Okay, machen wir es mal folgenderweise. Ich sammle jetzt mal die riskanterweise mal. Es kann sein, dass hier jetzt ein paar Dänen rüberkommen. Aber dies ist mir wurscht. Dies ist mir wurscht. Tja, jetzt muss meine Flotte hier gezwungenerweise raus und wird kaputt gemacht. Gut. Ja. Ganz wie prognostiziert. So. Ah ja, ich warte noch. Ich sammle die Truppen noch erstmal und dann, ich hoffe, da kommen nicht noch weitere Truppen. Dann haben wir ein ernsthaftes Problem. Aber so viele Truppen müssten die Dänen gar nicht haben, ne? So. Naja, jetzt machen wir hier ein etwas höheres Minus und die. Ja, jetzt greifen wir sie aber an. Jetzt greifen wir sie an. Jetzt haben sie ausgespielt. Jetzt haben sie ihren Spaß gehabt. Jetzt ist der Spaß vorbei. Da. Das heißt. Judgment Day, kann man sagen, ne? Was ist hier los? Hier ist nichts los. Außer, dass meine Truppen hier leicht fehl am Platz sind ohne meine Flotte, aber naja, was soll ich machen? So, sie sind hier bei Cornwall. Ah, sie sind gefangen. Und auf sie! Bam! Vernichtet! Tja, jetzt müssen wir noch unsere Provinzen besetzen, die sie hier gerade erobert haben. Die Flotte kann ich eigentlich verbinden. Geschenk an den Staat. In die Schatzkammer. Nein, Prestige. Ich bin ein Propagandatyp. So, jetzt befreien wir die Provinzen, die die Dänen besetzt haben. Jetzt haben sie hier ein bisschen was zerstört, geplündert. Hier kann man es etwas sehen. Moment, warum ist denn hier... Das senkt sich jetzt, solange die Provinz besetzt ist. So. Mensch. Schweden soll mal diesen Krieg beenden. Damit ich hier weitermachen kann. So, wie viele Truppen haben die Dänen jetzt verloren? Ah, etwas. Jetzt haben sie nur noch insgesamt 13.000. Na, theoretisch können wir das eleganter machen. Ich schicke jetzt einfach mal so hier mal einen, so einen Fuzzi da hin, der das Ganze besetzt. So geht das Ganze viel schneller. So, dann gehst du dahin. Das ist ja nur das Wiedererobern. So, dann gehst du dahin. Du gehst darüber. Du gehst dahin.
gehst nach Lincoln Park. Jawohl, du gehst nach Hul oder wie die Provinz auch heißt, keine Ahnung. Okay. Nationalbank zahlt Dividenden aus. Ha, da rollt der Rubel. So ist es. Jetzt haben wir wieder ein kleines Polster. Das können wir hier ein bisschen nutzen, um die Korruption weiter hier... Das tut jetzt ein bisschen... Ne, wobei... Hm. Ich glaube, 10 pro Runde geht schon. 10 pro Runde geht schon. Muss ich halt in anderthalb Jahren nochmal reinschauen. Ich hoffe, ich denke dran, sonst haben wir hier wieder ein weiteres Darlehen offen. Bohrereien, Calvin, Neron. Das müsste hier sein. Ja, hier. Die Bevölkerung von Calvin, Neron ist müde von den Einflüssen gieriger. Ach so, das hatten wir schon. Wettbewerb, nein, wir müssen unseren Handel schützen. Für die Propaganda. Okay, alle Provinzen sind befreit. Es kann sein, dass die Dänen noch mit ein paar Einzelmännchen kommen, aber ganz ehrlich. Die hau ich dann nieder. Overbearing. Was heißt Overbearing? Ich habe keine Ahnung, was Overbearing heißt. Also wir sind jetzt Overbearing. Das muss ich kurz googeln. Nein. So ein großes Chatfenster brauche ich gar nicht. Google. Overbearing. Wahrscheinlich überbehaart, oder? Fatal Error. Okay. Google. So. Über Google, ist mir egal. Overbearing. Anmaßend, was heißt anmaßend? Dominant, herrisch, anmaßend. Schauen wir hier mal kurz zum Anmaßen, herrisch. Erdrückend, überwältigend. Ah ja, also dominant quasi, ne? Okay. Und die Osmanen greifen die Mameluken an, zusammen mit dem äthiopischen Land Makurien. Oder nubisches Land, ja. Boah, die Osmanen, die sind richtig mächtig, aber die werden schwächer, das kann ich euch schon mal versichern. Sie werden schwächer im Late Game. Im Early- und Mid-Game sind die Osmanen überwältigend, aber im Late-Game werden sie schwach. Meistens. So, und hier drohen weitere Rebellenaufstände, nämlich die Nodong, die ich hier schon angeteasert habe. 16k, wir haben hier selber 16k, das könnte knapp werden. Vielleicht baue ich hier doch noch... Naja, wobei, wir können nicht über unseren Limit gehen, das ist zu riskant, da machen wir noch mehr Minus. Wie gehe ich jetzt vor? Wir können jetzt hier vielleicht. Ja, komm, holen wir uns wieder ein bisschen Gold als Polster. Beziehungsweise können wir jetzt hier weiter gegen die Korruption ankämpfen. Das ist sogar ziemlich krass hier. Damit es hier langsam mal weg ist. Und hey, wir können hier bald wieder forschen. Aber ich muss hier trotzdem was gegen die Rebellen unternehmen. Das geht so nicht. Wo drohen die Rebellen denn aufzustehen? Aufzuständen? Also es sind nicht so viele. Wenn ich hier Truppen rüberschicke, kann ich die auch ein bisschen unterdrücken. Schauen wir uns das mal an. Das müsste ja ein bisschen den Rebellen Willen senken. Und Jaka wurde unabhängig von der Kastanie.
Und was ist mit den Irokesen los? 172, okay. Ich kann sie allerdings, also das ist jetzt Maximum. Ich kann denen jetzt noch ein Geschenk geben und dann können wir sie annektieren. Aber das geht erst, sobald wir im Frieden sind. Und ich denke mal, der Frieden, der dauert noch ein bisschen. Zumindest so lange, bis die Dänen hier... Ja, ich könnte jetzt hier die Provinzen hier fordern. Vielleicht auch noch die Färöerne. Färöerne gehen auch noch, okay. Aber ich hätte trotzdem noch gerne mehr. Ich muss ja eigentlich nur warten, bis die Schweden hier fertig sind. Ich denke mal, das wird auch bald sein. Wie lange haben die ihren Krieg eigentlich schon offen? Sie kämpfen seit... Weiß ich nicht. Sie wollen Smälen, das ist diese Provinz hier. Seit wann kämpft ihr denn? Steht nicht dran, aber früher stand es doch immer dran eigentlich, ne? Naja, egal. Muss ich nicht verstehen. Aber die Schweden, die haben ja hier eh einiges besetzt. Ich denke mal, die werden hier eh gleich ihren Frieden durchsetzen. Früher oder später. Aber solange können wir nicht mehr so viel machen. Jetzt könnte ich hier versuchen, vielleicht noch die Flotte hier mit meiner Flotte hier in Britannien zu verbinden. Auch wenn hier viele dänische Flotten dort sind. Und Österreich greift Sachsen an. Zusammen mit Augsburg. Augsburg hat hier Vogtland besetzt. Und auch noch ein paar bayerische Provinzen. Also Augsburg scheint hier richtig krass... was hier anzusagen, hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber naja, sie sind auch BFF mit Österreich. Und vielleicht sollte ich langsam mal den Part beenden. Ich nehme hier schon recht lange auf. Na gut, dann mache ich mal kurz Pause und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Macht's gut, euer Janka. Ciao.